Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video hier bei B-Part Gaming und willkommen beim ersten Teil vom Pro Club jetzt hier in FIFA 14. Wir haben es hier angekündigt, diese Serie wird jetzt auch in FIFA 14 fortgesetzt und als Pro Club, da spielt man im Verein und das macht man meistens nicht alleine, sondern mit Mitstreitern und die sind natürlich auch dabei. Der Malte. Mit richtig krassen Teammates, die noch leicht verschwinden. Guten Tag zusammen. Und der Georg. Ja, auch von mir ein wunderschönes Hallihallo. Genau, und wir haben uns eingefunden, wir haben jetzt gut... Den Theo hört man echt gut im Hintergrund. Maltes Bruder, der ruft gerade nach der Mama. Das hört man hier alles in der Aufzeichnung. Das freut uns. Und was wollte ich sagen? Ja genau, gut zwei oder eine Woche nach FIFA 14 Release haben wir es jetzt geschafft, uns mal zusammenzufinden und jetzt diese tolle Serie auch zu starten. Und wir sind jetzt gerade dabei, die Pros zu erstellen und auch den Verein dann zu gründen. Das werde ich jetzt machen. Ja, mein Pro habe ich schon erstellt. Dafür gehe ich jetzt mal hier auf Verein erstellen. Vereinsname ist dann B-Part Game. Ich hoffe mal, habe ich eben schon drüber nachgedacht, dass jetzt keiner auf die geile Idee gekommen ist, um uns den Vereinsnamen wegzuklauen. Das wäre natürlich clever. Das wär bitter. Boah, ich hoffe echt, ich höre mich nicht zu verschnupft an. Das ist heute ein bisschen heftig. Trikot. Ich schlürfe auch gerade nebenbei noch ein bisschen meinen Tee. Der eine oder andere kennt es vielleicht von euch. Zurzeit geht ein bisschen was rum. Trikot und bei Wappen. Bei mir auch. Ah, ja. Was hatten wir letztes Mal? Frankfurt. Ich finde Frankfurt eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ich auch. Ich finde, ich wollte gerade sagen, heute hat Hamburg in Frankfurt gewonnen, aber stimmt ja gar nicht. War in Nürnberg. Ja. Da lief ja irgendwie alles heute, oder? Oh, ey, das ist richtig, da geht mir das Herz auf als Hamburger. Ja, ihr habt einmal gewonnen. Es ist ein Feiertag jetzt in Hamburg, das freuen wir uns drüber. Genau. Was für einen Verein nehmen wir und Wappen? Ja, Frankfurt, können wir meinen Weg. Alles klar. Das kann man ja auch nochmal gegebenenfalls ändern. Abkürzung genau. Machen wir BPG. Ich habe das vorhin schon in der Ansprache, also davor gesagt, bitte das Husten und Schnupfen und sowas sein lassen, ja? Kann man auch so gut unterdrücken. Ja, also ich finde das sehr störend und unhöflich gegenüber den Zuschauern, von daher. Ich vertreib's komplett. Sag mir richtig, ey. Okay. Öffentlicher Verein, nur für Freunde. Nein, machen wir erstmal nein. Heimstadion. Da gehen wir dann in die... Imtech Arena, bitte. Ja, das können wir wahrscheinlich gar nicht auswählen. Irgendwo, wo kein Regen ist. Ich will mal ganz kurz das Stadion, was die meisten Zuschauer hat zum jetzigen Zeitpunkt. Und das ist mit 18.500 das Stadion Neder. Boah, das wird ein Hexenkessel, sage ich euch. Das wird ein Hexenkessel. Anwenden und beenden, richtig? Und Kommentarname. Wir können uns einen Vereinsnamen quasi als Kommentar... Wir hätten Buschi mal Bescheid sagen sollen, dass der B-Part Gaming in das Spiel einspricht. Das wäre doch mal geil. Ja. Ja. Meinst du das? Mach ich das nächste Mal, wenn ich mit ihm telefoniere, ja? Ich rufe ihn gleich mal an, das machen wir noch fix jetzt. Okay. Wir sehen uns nach dem Cut dann, ne? Okay. Gesuchte Position. Hä? Wir suchen gar nichts. Ey, Georg, du musst mal dir die Schuhe alle angucken. Das ist derbe geil, wie viele Schuhe es hier gibt. Oh, das ist einfach... Das hätte ich gerne mal in einem Laden. Oh, Alter, es hat echt jemand B-Part Gaming erstellt. Nein. Doch. Dein Ernst? Was? Also, what the fuck, ey? Sind wir schon so mega fame, dass jetzt jemand hergeht und uns unseren Vereinsnamen klaut? Was ist los bei dir, derjenige, der das gemacht hat? Das hat sich doch bestimmt jemand schon das ganze FIFA 13 Jahr über gedacht. Wenn das Spiel rauskommt, spiele ich nicht online oder sonst was. Nein, ich erstelle einfach schnell einen Pro Club, den ich B-Part Gaming nenne. Und ich habe diese Notwendigkeit gar nicht gesehen, dass es irgendjemanden jetzt gibt, der unsere Namen wegklauen möchte. Was machen wir jetzt? Ich muss ehrlich sein, ich habe da gar nicht dran gedacht, dass jemand sowas machen könnte. So, was machen wir jetzt? Na, einen anderen Namen suchen. Team ja. Part, keine Ahnung. Team Part Gaming. Scheiße, Mann. Ja. Okay. Hm. B-Part Gamer? Ja. Malte ist nicht hundertprozentig davon überzeugt. Könnte man theoretisch schon nehmen, aber... Malte überlegt, wie das jetzt auf Bannern aussieht. Wir sind die B-Part Gamer, das ist doch schön. Na gut. Ja, nimmer. Mal sehen, ob derjenige auch einen Schritt weiter gedacht hat. Ja, da bin ich jetzt auch gespannt. Habe ich sonst alles richtig? Ja. Nee, also den gibt's noch nicht, die B-Part Gamer. Und jetzt sind wir dann die B-Part Gamer. Und? Juhu. Jetzt bin ich überlegen, wie ihr jetzt da reinkommt. Weil ich habe jetzt erstmal eingestellt, dass keiner, glaube ich, reinkommen darf. Gehen wir mal auf Managen. So, ich habe jetzt grau-rosane Schuhe, Mann. Das wird richtig steil gehen. Vereinseinstellungen. Ich mache jetzt mal... So.
Jungs, welche Schuhe tragt ihr nicht, wenn ihr Fußball spielt? Also auf dem Rasen richtige Fußballschuhe. Meinst du gerade uns beide oder die Zuschauer? Nee, ich meine jetzt erstmal euch beide. Die Zuschauer können das dass natürlich auch gerne. Dass ich keinen Fußball auf Rasen spiele, sollte bekannt sein. Du hast auch noch nie irgendwie dir da ordentliche Schuhe mal gekauft. Warum sollte ich? Ich habe keinen Fußball im Verein gespielt. Komm, Mann, Benni, hau mal ab, Alter, bitte. Hau mal bitte einfach ab. So, ihr könnt dann jetzt Vereinsanfragen an die Beepard Gamer stellen, ne? Einem Verein beitreten. Ja, ich bin gerade dabei. Ich gehe hier auf Verein suchen und die ersten Sachen, die ich angezeigt bekomme, ist Akro FC Holzbein, Akro Atletico Essen und dann bei Vereine von Freunden. Geh einfach auf Vereine von Freunden, drück einmal R1, dann wird es da gleich... Ja, ich weiß schon. Speedball Gamer und Powerpuff Boys. Ich glaube, das sind die Powerpuff Boys, oder? Georg, was hast du bitte für Freunde? Das ist der Nico, der schon mal beim Pro Club mit dabei war. Ach so, ja, natürlich. Ja, du kennst ihn auch. So einer ist das also. Interessant. Die Powerpuff Boys, ja. Transferanfragen. Ja. Ich richte jetzt... Deine Transferanfrage wurde gesendet. Sehr gut. Ich mach jetzt erstmal meinen Pro so richtig fertig. Jungs, vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr auch mal in Liga 1. Was haltet ihr eigentlich davon? Auf jeden Fall, das ist das Minimalziel. Also ich will mindestens einen Titel sehen, mindestens. Ich komme ja in Liga 10 dann, ne? Bei mir hängt es jetzt irgendwie, glaube ich. Oh, bei mir hängt es gerade irgendwie komplett. Was ist das? Was ist da los? Ja. Ich werde dann... Cutten müssen. Ich muss wahrscheinlich dann komplett FIFA neu starten. Ja, gut. Wir sehen uns gleich wieder. Nee, das hatten wir vorher schon. Warte, das mache ich jetzt. Also ich sag dann, gut, kommt jetzt hier ein kurzer Cut. Bis gleich. Gut, also dann sind wir jetzt wieder zurück. Wir sind jetzt hier wieder im gleichen Menüpunkt untergekommen. Diesmal hängt es nicht. Das ist schon mal sehr schön. Das Aussehen haben wir schon so ein bisschen gemacht. Wer welche Position spielt, darauf einigen wir uns gleich nochmal, denke ich. Ja. Und welche Formation wollen wir eigentlich spielen? Vorher würde ich einfach nochmal euch drum beten, in den EA Sports Football Club zu gehen und die Pro Boosts zu kaufen, die man sich jetzt schon leisten kann auf die man schon Zugriff hat, mit Level 12. Oder mit höherem Level. Ihr habt wahrscheinlich schon mehr gezockt unter dem Account. Ne. Obwohl doch. Warte mal, wo steht das Level? Rechts oben. Könnte Level 20 sein. Was bist du? Level 20? Was ist das? Diese zwei grünen Köpfe? Ist das das Level oder die Zahl daneben? Das ist rechts daneben. Die Zahl der Köpfe oder die beiden Köpfe. Freunde, ne? Richtig. Ja, ich bin Level 20. Woo! Geht ab. Ja, und dann erzählt uns der Malte immer, dass er so wenig spielt, ne? Wie komme ich in diesen komischen, Football Club? Der Malte hat nämlich so einen heimlichen Account, ne, den BPG Malte, und dem wird immer hier schön in Liga 1 gesuchtet. Da nehme ich auch grundlos keine Freunde an, damit es auch keiner petzen kann an euch. Ja. Ich glaube, das ist bei Online, kann man sich dann diese Pro-Leistung oder die Pro-Boosts kaufen. Das erste ist bei Level 2 mit Online-Pro-Balltechnik-Boost. Ah ja. Das kann man auch Freunden schicken, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Es scheint günstiger zu sein. Aber ob das jetzt... Oh, jetzt hängt das? Nee, doch nicht. Ich dachte schon, es hängt schon wieder. Bei mir auch gerade kurz. Kann man das nochmal dann auch dem Kumpel schicken? Kann man nochmal? Man kann ja auswählen und dann gibt es dann ein Objekt an Freund verschenken. Das ist 50% günstiger. Aber ob man es dann nochmal bekommt, weiß ich nicht. Soll ich den Torwartboost auch kaufen? Ich gucke erstmal, ob das von den Münzen hinhaut, aber ich denke schon, aber wenn man... Also ich habe 12.000 Münzen noch. Na du, dir geht's aber richtig gut, ne? Warum habe ich so viele Münzen? Ich habe heute Play Against Us gemacht, 4 Spiele, aber das sollte ja jetzt eigentlich nicht gewesen sein. Also ich hau mal hier alles raus, was geht, und dann gucke ich mal, ob das dann Mental auch mit dem... Dein Pro wird... Oh, scheiße, jetzt habe ich gerade irgendwas... Ach, fuck, Alter. Ich habe einfach auf X gehämmert und jetzt habe ich mir ein Saison-Extra-Spiel gekauft. Yeah. Na, irgendwie kann ich mir nur eins kaufen und das ist... Ich kaufe mir noch direkt Sieg bei Saisons hinterher. Oh. Ja, ich kaufe mir auch den Torwart-Boost, was los. Passen-Boost. Alter, mein Pro wird so rasieren gleich. Ja. Ach Gott. Dann kann man die mehrmals kaufen, oder was da los? Nein. Aber ich kann sie. Ich schicke jetzt einfach mal den einen an den. Ah, nee. Den Malte kann ich es nicht schicken, weil das schon wahrscheinlich gekauft hat. Und ich teile das auch direkt mal auf Facebook mit meinen Freunden, damit natürlich, geil auf jeden Fall.
Nee, ich probiere das jetzt mal dem Georg zu schicken. Den Körper, vielleicht hast du... Benni, ich sag dir mal ein, mir brauchst du nichts schicken. Ich kaufe das alles selber. Danke. Es hätte ja sein können, dass du es nochmal bekommst. Okay, aber das wäre natürlich sick. Ja, aber das geht nicht. Habe ich jetzt schon gesehen, der Georg besitzt den schon, den Boost. Gut, dann haben wir das schon mal erledigt und mein Pro ist dann von einer 76 hochgegangen auf... Die Daten werden geladen. Die Daten werden geladen. Auf eine 76! Jawohl! Was von 76 auf 76? Richtig! Das ist ja natürlich stark. Steil. Ich denke, ich habe noch nie so gut 3000 Münzen in diesen EA Sports Football Club investiert. So, ich habe jetzt alles gekauft, was ich kaufen konnte. Und du bist jetzt eine 82. Richtig schön mal 3000 Münzen auf den Tisch gelegt. Jetzt muss ich mal gucken, was das gebracht hat. Jetzt können wir dann schon mal zumindest überlegen, welche Formation wir spielen und wer was spielt. Dann können wir dann die richtigen Einstellungen dort auch vornehmen. Also ich wäre ja für ein 4-2-2-2. Mit drei Leuten. Ja. Warum nicht einfach ein 4-1-2-1-2 mit einem ZOM und zwei Stürmern? Wäre ich auch dafür. Überstimmt. Und der Malte spielt alle, oder, Georg? Ja. Damit ich dann jetzt die Scheiße bauen kann, gleich in den ersten Spielen. Pass mal Keine auf. Große Diskussion. Ich, der bis jetzt kaum FIFA gespielt hat, soll alle spielen. Ist richtig. Jetzt geht schon wieder dieses Geweine los. Ich habe gehofft, das wird diese Saison besser. Und kann ich denn jetzt hier eigentlich mit meinem Verein hast mich jetzt schon eingenommen, oder? Deswegen ist doch keiner von euch online gewesen, weil ich euch noch nicht, reingeholt habe. Er will halt nicht, dass wir mit Gamer Profis werden, arbeiten. Aber das Ding ist auch, nur der Georg hat bis jetzt die Anfrage gestellt, der Malte war bis jetzt zu doof dafür. Ich hab Georg das sogar erklärt, wie es ging. Mhm. Du brauchst mir nichts erklären, habe ich auch so hinbekommen. Davon sehe ich nichts, der Georg habe ich jetzt mal hinzugefügt. Also bei mir steht jetzt oben links Beeper Gamer. Keine Ahnung. Ich hab's jetzt nochmal gemacht. Das schauen wir erstmal nach, ob das auch stimmt. Hatte ich eben schon mal, dass ich hier im Beeper Gamer-Menü war. Du musst dann auch noch da auf Anfrage klicken, ne? Oder Transfer anbieten oder sowas. Ja, das ist eine Idee. Bippi Gemalte hat angefragt, ob er deinem Verein Progress beitreten kann. Auf einmal. So. Ja. Ich hab schon eine Anfrage gestellt. So. Malte, dann musst du... Ich hab mal gerade fett hochgezogen, kurz. Cool. Der Malte hat sich eine Line reingezogen, Leute, ihr wisst, ja, in einer Minute geht's dann steil. Der muss sich halt nochmal so richtig pushen jetzt, wenn's dann... Das ist eine Vorbereitung für Spiele. Okay, welche Position soll ich denn einnehmen? So. Du nimmst alle ein und was ich richtig geil finde, wie das jetzt hier ausschaut, man sieht direkt das Trikot und so, also dass das jetzt hier schön das Trikot von Frankfurt ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich links oder rechtsfuß bin. Ich bin Linksfuß, du wahrscheinlich Rechtsfuß, das ist nämlich die Standardeinstellung. Wenn ich meinte, welche Position mein Pro bekommen soll, weil der muss ja auch... Ja, warte, ZOM, ich muss meinen nochmal komplett umstellen, weil ich habe da echt gar nichts eingestellt, fällt mir gerade ein. Also der ist halt standardmäßig Stürmer, aber ich werde dann doch nochmal... Meine Güte, bist du vorbereitet, Benni, ey. Ja, ich habe Ballkontrolle schon 81, das geht ja mal richtig steil. Ich habe halt auch den Verein gegründet, im Übrigen. Wenn du deinen Pro betrachtet hast und eingestellt hast. Ich lasse dann einfach mal. Ich habe meinem schöne Schuhe gegeben. Also ja, bitte ich lasse jetzt auch einfach mal rechts als den starken Fuß. Dann haben wir auch so ein bisschen Abwechslung da drin. Boah, das sieht so fett aus mit meinen Schuhen zu den Stutzen. Alter, was labert der für eine Scheiße? Vor allem die Schuhe siehst du eh nicht, Malte. Also. Gut. Dann, Herr Hederich, Ja, ich habe bei meiner Roomtour eh meinen Namen gezeigt, danach hat meine Facebook... Wer meinte, ich wäre so famegeil. Soll ich das rauspiepen oder soll ich es drin lassen? Ach, keine Ahnung. Das weiß eh niemand, wie das geschrieben wird. Habe ich heute ein Video gesehen, da hat einer ein Mädchen zocken lassen und die hat dann direkt einfach mal ihren vollen Namen rausgehauen und der hat das dann halt gepiept, weil die wäre richtig gestalkt worden auf Facebook. Was soll ich jetzt einstellen? Ich glaube, die wollen das auch so. Ja. Was einstellen? Du gehst auf beliebig und dann bist du alle. So, wollen wir dann noch 4-1-2 einstellen? Wie... L1, genau. Also das Menü sieht ja ziemlich nice aus, so die Spieleranzeige hier. Das ist schön, ne? Haben sie schön hergerichtet. Ja, ist übersichtlich einfach. Ist simpel, aber irgendwie übersichtlich. Ja. Georg, du bist Kapitän, ne? Ja.
Georg, du führst uns jetzt bitte aufs Feld für den ersten dominanten Sieg. Ich suche jetzt gerade das 4-1-2-1-2. Ah, da, 4-4-2, breite Raute. Geht doch. Gut. Sehr schön. Wie suche ich dir die nächste Partie? Ah, da. Wahrscheinlich immer noch drauf. Nee, man kann da jetzt direkt drauf gehen auf nach Spiel suchen. Cool. Ja. So, jetzt geht's los. Boah, ich bin heiß. Let's go. Oh, jetzt geht's hier direkt los. Hä? Nee, ich bin in der Arena. Ja, ich auch, aber. Ja, aber es gab keine Trikotauswahl, keine Vereinsgegnersuche. Spielen wir nicht. Also ich habe das rote Trikot ja eben so schon gesehen. Dementsprechend ist es dann wahrscheinlich, dass wir mit dem spielen. Wow, ich habe 2 Sterne in der Arena. Heftig. Ach scheiße. Ach, wie war das eigentlich mit den 5 Sterne? Das können wir doch auch. Ja, wir haben uns dieses letzte Mal so ein bisschen ertrogen. Ach, das war ganz komisch das letzte Mal. So, jetzt hier, auf geht's. Ja. Anstoß! Jawohl. Dann erstmal Stille. Anstoß! Ja, die Konzentration. Eben, ich werde hier wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen ruhiger sein, damit ich nicht wieder angeflaumt werden kann, wenn es nicht so läuft. Den stecken wir mal durch da oben. Ja. Was für ein Scheißpass, Malte, ey. Hör mal doch auf. So. Ich renn da schon wieder hin. Jetzt kannst du spielen. Abseits, jetzt. Ich mach ein Tor. Und da kommt die Flanke. Oh, nicht. Ich da gerade noch so. Das war's gewesen. Nimm den doch, Mann. Ich hab schon den Longshot gesehen. Das ist der Chef. Ich wäre dafür, dass wir uns alle 1,90 groß machen. Ja, Kopfbälle, ne? Krass, ja. Wir spielen jetzt hier gerade noch ohne den... Jungs, braucht man das in FIFA 14? Da ohne macht auch ein 1,30 Meter großer Kopfballtore. Ohne den Gameplay-Patch, wo noch zumindest die Kopfbälle zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr, sehr stark sind. Ah, stimmt, das ist natürlich... Ich bin ja gespannt, wie das werden wird. Ja, ich auch. Ja. Gehen wir einfach mal durch hier und bringen dann die Flanke hoffentlich. Und dann kannst du die Flanke bringen. Ja. Ja, das ist es! Ey, da stehen wir genau zu zweit und keiner von uns beiden kriegt den Ball rein. Willst du mich eigentlich verarschen? War noch ein Gegenspieler anscheinend irgendwie. Also da hätte ich gerne eine Wiederholung rein, gesehen. Das... Alter. Da geht's aber schon gleich gut los hier. Ey, jetzt, Paul. Komm, hör mal doch auf da. Schlimm. Schon wieder die Schiedsrichter. Wir machen hier aber auch gerade mal richtig ordentlich Druck direkt. Ja. Die Linie. Nachdem es ja zum Abschluss von FIFA 13 nicht so lief, ne? Ja, jetzt sind wir auch wieder in Liga 10. Da fühlen wir uns wohler. Richtig. Unser Metier so. So. Der Chef, der schön macht den Tempo-Tripling. Leere getackelt hier. Kannst du kurz spielen, wenn du möchtest. Boah. Ablegen wieder. Nice. Boah, mit der Hacke. Ich glaube, das ist auch jetzt mein erster Ballkontakt. Ein weiter. Ja? Ja. Oh. Ja, ich gut. Leg weiter. Oh. Jetzt bring ihn. Schön. Ja. Nein. Leg nochmal ab. Was piept hier? Ja, meine Mutter müsste den Wecker mal ausstellen. Aber die ist in der Küche und kriegt's nicht hin. Was gibt ein leckeres, Georg? Es gibt gleich richtig leckere Rindersteaks. Boah. Und vorbei, ne? Ich hab heute auch gekocht, Nudeln. Irgendwie gibt's bei dir immer Nudeln, kann das sein? Ja, ich habe auch keine Nudeln. Aber ich mach mir auch immer Georg, Nudeln. Georg, wir sind noch vorlaut, aber wenn wir vielleicht irgendwann mal selber richtig kochen müssen. Schön, aber das Alter, Essen hier... Mutti! Wecker ausstellen! Die denken sich auch jetzt gerade die Zuschauer, weil beim Georg klingelt um 9 Uhr abends der Wecker. Ja, cool. Nee, das ist für. Ja, nö, Essen, ist ja okay. Gesagt. Man muss ja auch so ein bisschen gewisse Regelmäßigkeiten im Leben haben. Setzen. Er wird einfach um 9 Uhr abends mal aufgestanden. Oh oh. Oh, den hat sie ja schon fast. Den stellen wir uns und nochmal. Ich bin irgendwie ein bisschen überrascht, dass es nach 20 Minuten immer noch 0-0 steht. Ja, irgendwie schon. Dass die Null bei uns doch steht oder dass wir noch kein Tor geschossen haben? Dass wir noch kein Tor geschossen haben. Ja, ich stehe oben. Du, also kamst noch nicht zu den Spots, um Schuss zu machen. Ja, meinte, der Pass war ein bisschen ungenau. Ich weiß nicht, wie du gezielt hast, aber... Sehe ich ein. Bin ich voll bei dir. Ein weiter jetzt. Georg, lass dich nicht so verarschen von dem. Ja, Mann, komm! Oh Gott. Ja! Malte, du hast kein Messi da, ne? Du hast kein Messi. Kannst oben spielen? Es ist dann auch einfach mal besser abzuspielen, anstatt da das Dribbling gegen 3 Leute zu suchen. Boah, wenn's halt klappt. Dann, ja, das klappt mit den Spielern halt nicht. Kannst durchstecken? Ah, jetzt geht wieder dieses Ego-Tour los. ich bediene hier Masterstellen, die Leute. Jetzt bring mal die Flanke. Ich muss mir da noch vorwerfen lassen, dass ich ein Team wäre. Ah. Immer der gleiche Scheiß mit dem am Anfang. Es macht wieder richtig Laune, hier im Club zu spielen. Ihr seht, wir sind richtig on fire.
Ja, deswegen steht es auch noch 0-0, weil wir so an Feier sind. Die Laufwege von letzten Jahr, sind noch existent. Die sitzen noch sowas. Komm! Spiel! Jawohl. So, jetzt mach mal einen hier rein, dass ich einen reinköpfen kann. So, Jungs, das war L2 dynamisch eingesetzt, aber die Flanke ist scheiße. Muss ich mir nachher nochmal ein Zeitlupe angucken. Wo ich dann immer L2 verwende, für Protect the Ball. Ja, ich hab die letzten beiden Tage benutzt und immer wieder mal drauf geachtet, wenn das geht. Dazu machen wir auf jeden Fall ein Tutorial. Ja. Sehr gut. War hilfreich. Kannst du Stahl schicken? Ja, auf jeden Fall. Ja. Schön gespielt. Ja. Nice. Oha. Schön. Kannst vielleicht ich, mal... Ich leg ab. Jetzt leg ab auf mich. Ja, genau. Ja. Nice gespielt, Jo. Oh, ja, voll. Sehr schönes Ding. Da gibt's auch direkt mal Abschluss. Sehr schön hier. Wie du mich umgehauen hast, Mann. Ja, Mann. Für so einen Scheißpass wirst du direkt mal umgehauen. Ich wollte bitte jubeln und du ich komm ran und du boomst aus mich einfach rum. Ich nehme mal gerade einen Schluck von meinem Tee. Okay, wir wissen Bescheid. Alles klar, mein Tee, das Erlaubnis erteilt. Rooibos Vanille, absolut empfehlbar. Was, Rooibos? Rooibos Vanille. Was ist ein Rooibos? Wächst auch nur in Dornisch, hä? Jetzt haben wir auch schon gleich die Heimatstadt von vom Hedderich. Im ersten Tag noch die Lampe, mein Bruder läuft. Schick mal steil, schick mal steil. Oh Gott, was für ein Scheißpass. Ich war gerade noch überlegen, ob ich jetzt raushaue, in welcher Straße du wohnst, aber ich denke mal, es muss auch gewisse Grenzen geben. Konntest du das merken? Ja klar. Ich kann dir auch die Hausnummer sagen. Zieh mal ab! Alter Vater, ey! So, Jungs. Was eine Bude! Wenn ich jetzt noch die Post. Während ihr euch da über irgendwelche Nebensächlichkeiten unterhaltet, mache ich doch mal das Tor. Benni, musstest du nicht den einen Abend vom Kiez auch alleine kommen oder hattest du uns in der Bahn noch irgendwo getroffen? Ich habe euch. Sag mal, willst du jetzt hier alles erzählen? So, jetzt mal. Wir müssen mal ganz kurz irgendwie ein paar Grenzen festlegen. Wir haben eigentlich auch eine Regel gehabt. Was richtig. In Hamburg auf Kids what, passiert, what happens in Tornisch, stays in Tornisch. Ah, scheiße, ja. Oh Gott. Aber habt ihr gesehen, wie ich den ins Dreier gegangen ja, hab? Ist das doch war scheißegal, ja, es war gerade viel lustiger, wo der Malte wohnt. Nice. Wenn du den annimmst und dann durchsteckst. Ja, ich steck ihn jetzt durch, viel geiler. Oh, was ist denn das? Was machst du da, Benni? Ich hab eben nicht... Hallo, sag mal, halt mal auf, ich hab überhaupt gleich den rechten Stick berührt. Junge, du bist so ein Mongo-Junge. Ich hab eben überhaupt nicht den rechten Stick berührt. Ja, wir sind durch, machen wir mal einen Ballroll. Ja genau, ich hab sonst nichts mit dem zu tun, ne? Ein Ballroll geht immer, ne? Ja, der Till hat gesagt, damit kann man sehr gut an den Schultern vorbei, deswegen habe ich das gemacht. Ja eben, und du warst schon vorbei, Mann. Ja, am Schultern war noch nicht vorbei. Jetzt spiel unten! Weiter unten! Ja! Nice! Erstmal ein Ballroll, Malte. Nein, komm ey. Da fehlt der Ballroll auf jeden Fall. Alter, wenn du den jetzt gebracht hättest und vorbeigekommen wärst. Genau. Ey, das geht ja tatsächlich. Also ich kann's natürlich ja nicht so geht gut. Das. Bam, setzen wir mal hier einen Tackling an. Noch eins. Nice, die räumen ja alles ab. Einen weiter? Oh, schade. Hast du gesehen, ne? Was ich gemacht habe. Ja, ja. War geblockt. Richtig. Weiter. Auge, Bruder, Auge. Ja. Was? Oh, jetzt pfeift doch nicht. Halbzeit. Ich hab das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Also, ich hab keine Erklärung, was das gerade mit dem Ballroll war. Keine Ahnung, vielleicht sind deine Sticks mal wieder ein bisschen kaputt. Oder ach, ich hab den Controller falsch rumgehalten. Laber. Das hast du dir jetzt vom Handicap-Game so angewohnt. Und richtig. Angewohnt und ja. Kann man es aber umstellen. Dann, wenn man einmal am Kopf umdenkt, dann wie ist man brutal, halt geschädigt. Wie brutal wir die Halbzeit dominiert haben. Ja, es macht richtig Laune gerade. Also. Aber stell dir das mal vor, ey, du bist in irgendeinem wichtigen Spiel, Turnier oder so, allein aufs Tor zu und dein Spieler macht einfach mal einen Ballroll. Und alle denken sich so, what? Was, ist, ach, was mir gerade einfällt, was wir auf jeden Fall mal testen sollten jetzt demnächst, sind gemeinsame Jubel. Ich hab da richtig Bock drauf. Ja, ich auch. Ich konnte den ganzen letzten zwei Wochen an nichts anderes denken. Richtig. Ich freu mich. Das wollte ich damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen. Ja. Achtung, unten läuft er. Gemeinsame Jubel, ey. Wahnsinn. Oh, oh. Boah, ich stell mir das eigentlich ziemlich geil vor, wenn wir dann, ich weiß nicht, den Label machen. Das ist ja ein Jubel, den kannst du nicht zusammen machen. Ja, klar, weiß ich. Ja, ich weiß. So hat es sich auch angehört gerade. Klar, weiß ich auf jeden Fall. Ja, Weißt du doch. Weißt du, wie es läuft, Mann? Mhm. Ach. Der Schiedsrichter sieht ähnlich aus wie wir, aber der spielt nicht mit. Also, er spielt schon mit, aber nicht bei uns. Das sieht nach Fußball aus. Ein weiter. Oh, schade, wenn der durchkommt. Aber haben wir noch.
Nee. Außen? Nee. Jetzt einfach unten ausspielen können, aber okay. Kannst du mal sticken? Oder? Jetzt durchstecken. Ja, die Ballernamen sind halt dafür. Ja, es passt. Aber die Ballernamen sind nicht mehr ganz so krass. Pro Club Ausrede Nummer 1 immer. Auch letztes Jahr schon gewesen. Das war immer die Ballernamen. Delay! Ja, aber also vom jetzigen ersten Eindruck ist es nicht mehr ganz so schlimm. Guck mal, wie sie jetzt schon Sicherheitsfußball spielen und dann den Ball einfach nach vorne dreschen. Das ist ja, halt die so wollen stumm. Das 0-2 verteidigen. Ey, das ist so stumpf, Freunde. D unten. Ganz kurz, ja. Und dann ein weiter. Machen wir mal. Ich bin im Stall. Schön. Ich hab den. Oh. Ach, ich dachte, du läufst. Also, das war ein starker First Touch. Das Problem war, er hat automatisch den Pass erkannt. Der Malte hat anscheinend auf mich gespielt. So. Geh mal steil. Mach ich. Ach. Schade. Ja. Ich bin nicht so richtig im Spiel drin, das ist ärgerlich. Dommage. Du bist aber auch immer sehr anspruchsvoll mit dir selber. Na, guck doch einfach aufs Ergebnis. Ja, aber das. Mitte vielleicht? Ja. Nice. Ach Gott. Schade. Mann! Der war nicht auf den einen und nicht auf den anderen. Ja, Georg, Benni kann heute Nacht nicht schlafen, wenn er die ganze Szene hier verkackt. Gib ihm nochmal eine gute. Leg ihm nochmal was auf. Leg mir nochmal einen auf, ey. Du hast doch ein schönes Tor vorbereitet, Benni. Boah, Jogger. Hier, Jogger, Bonny. Wacker, wacker, ne? Das ist, glaub ich, ja. Ja. Den flank mal. Oh Mann. Ja. Kommt. Oh. Also den Benni wollte ich nicht anflanken, der hat eh schon so viele gute Szenen gehabt. Ersten Pfosten. Kommt. Ja! Boah! Das dritte Ding von Arve on fire heute. Wie mal angesagt, wieder. Perfekt auf den ersten Pfosten. Richtig. Das, ihr verarscht mich auch, ne? Ihr habt wahrscheinlich eine geheime Absprache. Okay, wenn wir sagen, erster Pfosten, kommt ihr auf den zweiten und lassen den Benni da richtig schön dumm stehen. Ja, Georg, seit wir Tour und Tour spielen, läuft es bei uns einfach, ne? Ja, ne? Das ist die blinde Harmonie. Hat man in der ersten Folge gesehen. Oh ja. Ich merke schon, ihr botet mich auch beim Brooklab raus. Ja. Nein! Nein! Jawohl! So war das nicht, ey, abgesprochen. Wie hässlich. Das ist, ey, es ist so lächerlich, wie er sich da durchlagt. Bitte. So, ich habe auch mal einen Ball, schön. Anstoß. Richtig. Hättest du ja nicht abspielen müssen. Hättest du ja gleich. Ja. Gut, Malte. Was machst du denn da? Fußball spielen. Benni, hast du eigentlich synchronisiert vorhin? Ich hab durchlaufen lassen. Hast du sonst irgendwas? Ganz am Anfang. Ja, klar. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Gut. Das doch, hatte. Ja. Was glaubst du, warum ich vorhin so laut Anstoß gerufen habe? Schön. Das war die Synchro. Geh mal Linie. Ganz schnell, ja. Nice. Ich rufe auch gleich mal Tor. Oh. Wolltest du gleich zuerst vergehen? Ich glaube, ich muss die. Ich dachte, der. Ey! Ich merke gerade, dass ich mit den falschen Kameraeinstellungen spiele. Ich glaube, ich habe Teleübertragung und da gibt's den. Ey, wie er da durchmarschieren kann, das gibt's doch nicht. Ich habe Teleübertragung, das ist scheiße, merke ich gerade. Einer rechts oben. Ja, das mache ich. Benni. Das mache ich. Ich kriege auch einen Ball. Ja, genau. No. Ich muss ihn erstmal bringen dahin. Ja, der könnte kommen. Nice. Jetzt nochmal. Jetzt zeig mal, was du den Ball kannst. Schön. Oh. Sehr gut. Mal fährt die Beine lassen. Brich ihm die Beine. Sehr gut. Gott, was. Oh ja. Oh, schönes Ding. Nein, fuck, sorry. Ich bleib gleich da weg, damit du hingehen kannst. Ich glaube, ich war auch im Abseits. Achso. Ja. Doppeltes Abseits hier. Oh, hinten arbeiten. Zweimal komplett ins Leere getackelt. Heute klappt gar nichts. Bei dir Jungs, wir sind schon ein bisschen siegessicher. Dann lass uns mal jetzt noch einen Anschlusstreffer machen, dann sieht es nachher wieder blöd aus. Oha! Was war das denn für ein Trick? Und das ist er! Ey. Malte, du musst es nicht verschreien, ne? Ja, vom Chef. Guck mal bitte das, was war das da eben? Das war ein Freistoß oder so. Das war ein Ballvorlegen, was dann komplett in die Hose gegangen ist, aber zu einem Pass wurde. Mhm, klar. Jungs, ich glaube, also, es ist Zeit für die Waka Waka, oder? Ja, ich will hier keine 3 Tore machen und noch verlieren. Das wäre ja unschön. Ja, das wäre echt unschön. Also konzentriert noch ein Nachlegen hier. Ja. Zeig mal, was du kannst, Georg. Danke. Nee. Also das kannst du nicht. Ich kann nur Tore schießen, tut leg mir ab. Leid. Ja. Komm, Junge. Bring die Flanke. Bring ihn nochmal. Ah, lieber Flanken von da. Ich hab den, ja, okay. Also das war schon sehr optimistisch. Selbst für FIFA 13 wäre das optimistisch gewesen. Ich habe halt mit einer etwas besseren Ballannahme gerechnet. Hast du ihn da gerade mit seiner leisen Stimme hören sagen, ich wollte auch mal versuchen?
Ja, ich wollte auch mal einen Torschuss machen. Wollte auch mal. Spiel doch mal! Achtung! Ja. Da ist er am Abseits. Ach, komm. Stark. Ja. Der mitspielende Stürmertyp, der Georg. Glaubt ihr eigentlich, dass wir auch mal Spielzüge einstudieren könnten oder ist das für uns hochgegriffen? Machen wir doch schon die ganze Zeit. Also, dass ich so praktisch irgendwie sagen würde, eine Ahnung, 3 und dann wisst ihr alle Bescheid. Ja, und die Zuschauer denken so, hä, 3? Was? Belgrad. Und sehen den Ball dann einfach 10 Minuten später. Im Tor. Das haben unsere Gegner mal gerufen beim Handball. Die haben so Spielzüge gehabt wie Belgrad. Ja, ja, eben, das ist doch geil, sowas. Ja. So. Über die Außen weiter, schick mal. Schön, Benni, ja, läuft. Oh. Ja. Was? Ey, ich drück L1 und 3 und was macht der? Der springt einfach 2 Meter nach hinten. Ja, das ist das neue L1 plus 3. Malte, hast du nichts von dem Feature gehört? Hast du noch nicht FIFA 14 gespielt, oder was? Beamen. Ja. Nennt sich das. Nochmal und dann geh. Achso, ich dachte, du wolltest ihn schon steil haben. So Jungs, ihr konzentriert bis zum Ende jetzt. Jetzt müssen wir noch irgendwie über die Zeit. Mach mal hier auf mich. Ja. Ja. Oh! Ja. Alter, ich bin überhaupt gar nicht in dem Spiel drin, ne? Benni denkt sich so, an die Eckfahne bringen. Unsere Zeit. Du siehst auch, Bälle dort, wo nix ist, ne? Jungs, ja, Leute, dort, wo nix ist. Ausrasten, wenn wir noch einen kriegen, also kommt bitte. Also ich auch. Es hängt ja vor allem von der Defensivleistung ab. Na. Schön von dir ablenken. Natürlich, in der Offensive. Das sollte eben eine Schusstäuschung werden und ich kann fast zu Eck fahren. Ich weiß nicht, was los ist heute. Die Pros sind so schlecht. Wollen wir heute wirklich noch eine zweite Folge aufnehmen, Benni? Na, pass auf. Na. Ach, du musst, Alter, einfach eher spielen. Nein, du musst dich einfach cleverer bewegen. Du musst dann aber auch in der Abseits hier nicht mal ein bisschen gucken. Du kannst genau, ja, da nicht, ja, weiter sprinten. Ich bin, weißt du, wenn du da den Pass, wenn du den Pass da gut timest, dann bin ich durch. Ich muss ja irgendwann, ja, mal den Lauf starten. Ja, aber du siehst ja, er kommt nicht. Dann ja, das sehe ich halt eine halbe Sekunde später und dann stehe ich schon im Abseits. Wie soll ich denn da bitte noch du bewegst dich einfach reagieren? Scheiße, meine Fresse. Das hat dir keinen. Jungs, nochmal kurz positiv. Der Ball muss hier hinten raus. Der Ball kommt raus. Ist faul. Ja. 2 von 2 provozierte Fouls. So macht man das hier. Soll ich den raushauen nach außen? Ja. Ja, ich stehe außen. Warte. Unten. Ja, mit Kehl oben. Hauen wir den mal raus hier. Oh, ach, komm. Und da war es das. Einmal tief durchatmen hier. Ich habe über Hose freigeschalten. Endlich. Ein Hattrick von Arve sorgt dafür, dass wir gegen Chef und seine Bande hier gewinnen können. Ja, Arve ruled. Und Chef mit 2. Also Arve gegen Chef können wir die Folge nennen. Ihr könnt euch mal bedanken, Jungs, dass ich hier 3 Buden gemacht habe, anstatt hier. Alter, was bist du denn für ein scheiß Teamspieler? Ohne Witz, noch so eine Aussage, du fliegst aus dem Kader. Das kann doch nicht dein Ernst sein, so eine Aussage gerade. Könnt ihr euch mal bedanken, dass ich als Stürmer Tore schieße? Sonst ist alles klar bei dir. Nee, da platzt mir der Kragen. Mit so einer Einstellung brauchen wir eigentlich gar nicht anfangen, die Saison, ne? Ja, aber eure Einstellung, du scheiß Moral, ne? Als Apostel, ey. Gut. So, ich find's schön, dass wir uns... Chemie stimmt. Ja, dass wir uns nach einem Sieg so anschreien. Aber man muss... Ein gesundes Maß an Ehrgeiz, was hier zu tragen kommt. Nee, ein gesundes Maß an Egoismus ist auf keinen Fall mehr beim Herrn Georg hier. Beim Herrn Georg. Ja, dein Nachname. Lag mir der Nachname schon wieder auf der Zunge, ne? Wenn ich sag Ehrgeiz, du sagst Egoismus. Ja, das ist mal. Das, ja, was macht der denn da? Könnt ihr euch mal bedanken bei mir? So eine Aussage. Ich finde, das gehört sich nicht. Ich finde, am Ende des Tages sollten wir jetzt einfach mal positiv sein und sagen, komm, wir haben das erste Spiel gewonnen, Auftakt ist gelungen und damit könnte man das hier zu einem Ende bringen. Nee, ist es nicht. Ben, ich habe 9,7. Was hast du so für eine Bewertung? Alter, ohne Scheiß. Du fliegst echt gleich aus dem Kader für 3 Spiele. Bist du suspendiert. Suspendiert? Ja, natürlich. So. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Also Leute, die positive Grundstimmung kannst du dir in die Haare schmieren. Und würde nämlich dann sagen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir dann den zweiten Sieg einfahren. Ja, das spielen der Malte und Georg, das spielen der Malte und Benni, das wird geil, ohne Georg. Der Malte und Georg, was ohne dich nächste Folge, Benni? Was ist denn da los? Wieso willst du nicht mitspielen? Na. Tschüss. Gut, alles klar. Wenigstens ein Sieg zum Einstand, ne? Und auch Valbuena mit dem Kopfball und das Gummis. Ja, das gibt's doch nicht. Der ist auf der Linie gerettet worden. Meine Güte.